Also Leute, wir sind jetzt aus Kuala Lumpur zurückgekommen, jetzt schon wieder auf dem nächsten Event von der Hyundai Driving Academy hier in Berlin. Es ist mega kalt, von plus 39 Grad auf gefühlt minus 5 Grad. Aber wird ein cooler Tag, ich freue mich drauf, wir nehmen euch mit und viel Spaß. Once again your phone says that you're busy. And all my texts are falling to the ground. Once again you tell the same old story. Yeah. Telling me should stop with all the doubt. And I have no illusion, you're gonna lose me. Finally I've taken enough. Cause you're all. Also Leute, hier ist Übung 1, ihr seht hinter mir. Werden die Autos aufgereiht, hier vorne heißt Bremsen Hindernis, schaut mal rüber. So, das war jetzt nicht schlecht, aber ihr habt gesehen, keine ABS-Lichter. Das Ziel der Übung ist, wir haben eine nasse Fahrbahn, der Grip ist sehr schlecht und es ist super rutschig. Das heißt, wir kommen hier an, beschleunigen hoch und nur die zwei blauen Pylonen sind, dann hart bremsen. Das heißt, das ABS ausnutzen, vorne ist das Hindernis und gleichzeitig, wenn man muss, Lenkung dazu geben. Einfach mal zu spüren, was ein ABS alles macht und wie ein ABS reagiert. Und das ist das Ziel der Übung, macht super viel Spaß und dann sieht man, was überhaupt so eine 30N Performance auf der Bremse machen kann und wie gut das ABS funktioniert, gerade bei solchen Verhältnissen. Wir schauen jetzt mal weiter zu der nächsten Übung und schauen uns jetzt mal einfach alle Stationen an. Also wir sind hier Station 2 hinter mir. Ihr seht, es ist ein kleiner Papier, der nass ist. Jetzt sollen wir einfach mal gucken, wie verhält sich das Auto im Nassen, wie weit kann man gehen. Wenn man jetzt ein bisschen über den Scheitel hinausrutscht und dann hier in die erste Kurve, rechte Kurve, das heißt Bremsen, Lenken gleichzeitig, Gas gleichzeitig. Die 30N heißt Lenkung und Antrieb auf einer Achse, das heißt Exit der Kurve, leichtes Power under Steer nennen wir das. Das heißt, du gehst ans Gas und nimmst die Lenkung dazu, die Räder drehen durch und das Auto rückt sich nach außen. Schiebt über die Vorderachse, nennen wir Power under Steer. Jetzt sollen wir einfach mal gucken, wie wirkt sich das aus, wie passiert das, wie kann man gegenwirken, was soll man denn überhaupt machen. Und da darf man jetzt ein bisschen probieren und wir schauen jetzt mal, dass wir zu jemandem ins Auto einsteigen. Und dann gucken wir danach, was er besser hätte machen können, oder? Sitzen bei. Hi, Luca. Und weiter? Sophie, hi. Wir schauen jetzt mal, was der Philipp macht und was er besser machen könnte und was gut läuft. Also, nicht nervös sein, alles gut. Schauen wir mal. Hey, da gibt es nicht viel zu meckern. War nicht schlecht. Du hast gesehen, wenn du die Lenkung zuziehst und dann ans Gas gehst, schiebt das Auto über die Vorderachse. Das heißt, da einfach mal probieren, später abrupt vom Gas gehen und quasi das Auto ein bisschen übersteuern zwingen. Das heißt, wenn du die Lenkung und dann schnell vom Gas weggibst, nimmt dann Antrieb vorne weg und dann könnte Arsch kommen. Das heißt, dann rotiert das Auto mehr. Und das machen wir dann im Rennauto, um die letzten Zehntel zu finden, wenn wir einen langzogenen Kurven untersteuern haben, um das Auto quasi schnell zum Rotieren zu bringen. Also du brauchst keine Angst haben, der geht dir hinten nicht ab, du hast ja keinen Abriss. Aber es war echt sehr, sehr gut. Vielleicht ein Ticken zu spät gebremst hinten. Ja. Versuchen eher ein bisschen früher bremsen und schneller raus. Aber sonst brauchst du dir keine Sorgen machen. Mach dir die schon platt in der Competition. Danke fürs Mitnehmen und bis später. Also hier ist quasi der erste Teil von einer kleinen Strecke. Cornering, das heißt, was? Telefonzelle. Weißt du überhaupt noch, was das ist? Ja, ein Handy, wo man reingehen kann. Genau. genau. Hier ist dann quasi einfach, ja, so das erste Mal ein bisschen auf der Strecke gucken, Gasbremse, wie das Auto sich verhält in den Kurven auf der Bremse, auf der Lenkung und einfach gucken, was der i30M Performance eigentlich alles kann. Also kann, hören wir. Wir schauen uns das jetzt mal an, ich gucke, dass wir da mal hochkommen und dann können wir da ein paar Fahrtaufnahmen mit reinnehmen. Bis später.
Also Leute, wir sind jetzt hier auf der Strecke. Würde sagen, wir fahren jetzt einmal drüber. Kommt mal mit. Also, los geht's. Eine Runde in Großdölln, macht super Spaß. Der Fastback N ist ein Hammer-Auto. Wie gesagt, den ganzen Nachmittag mache ich jetzt hier schon Taxifahrten, läuft wie eine 1 und macht nur super Spaß. Das ist echt ein mega geiler Tag wieder. Also Leute, die Taxifahrten sind vorbei, war ein Hammertag, hat so viel Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, ich liebe meinen Job, macht super viel Spaß. Vielen Dank an Hyundai, vielen Dank an Hyundai Deutschland, dass ich sowas überhaupt machen darf. Und wir gehen jetzt noch gemütlich Abendessen. Wir sehen uns morgen wieder. Wir haben einen Performance-Talk in der Früh, dann eine Reifenwechsel-Challenge vor Spielbeginn und dann geht es endlich aufs Spiel Hertha gegen Mainz. Wir nehmen euch mit und bis morgen. Ciao.